Hallo ihr Mutigen, der Wilde hier. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Diesmal schauen wir auf zwei wunderschöne Clankrieg-Angriffe. Zum einen haben wir da ein wunderschönes Bowitch Shattered. Zum anderen Lalo mit Queen Charge dabei. Steigen wir direkt ein. Die Nummer 6. Da war ich dann so frei und hab mal ordentlich losgelegt. 8 Beben, 3 Golems, 9 Hexen, 13 Bowler. Na, mit den 8 Beben kriegen wir zweimal die Base schön geöffnet, dass wir also wirklich hinkommen. Das Rathaus habe ich nicht mit geöffnet, hat auch einen besonderen Grund. Ich muss gucken, wann ich den Warden benutze. Und wenn ich das Rathaus dann mit Fernkampf rausnehmen kann, ist das natürlich sehr angenehm, weil die Bombe nichts macht. Und dann kann man eben den Warden auch schon mal zu einem anderen Zeitpunkt als genau am Rathaus benutzen. Na, hängt immer davon ab, wie das so läuft. Aber wie ihr seht, hat das wunderbar funktioniert und da ist jetzt noch einiges übrig. Die Queen ist noch dabei, eine ganze Menge Hexen sind noch dabei, kleine Skelly Armee, ein paar Golemites hatten wir auch noch übrig. Also das funktioniert relativ ordentlich, bringt satte 3 Sterne ein. Also eine ganz schicke Strategie, wenn es einfach aufs Dorf passt, wie das so üblich ist. Aber auf jeden Fall richtig stark auf Rathaus 9 aufwärts. Direkt weitergehen mit Big Jabba, der Queen Charge Lalo an den Start bringt. Na, der König funnelt gegen. Unten ist sowieso nicht viel zu funneln. Das Baby hilft aber noch mal ein bisschen mit. Nimmt da noch ordentlich was weg. Die Queen kommt schön in die Base rein. Erledigt jetzt die Clanburg. Sprungzauber ist gesetzt, um noch bis zum Adler durchzukommen. Aber klar, erstmal geht es jetzt nach unten, dann rein. Clanburg, Adler ist raus. Und wo der raus ist, können jetzt die Loons starten. Na, mit einem Hund vorne weg. Funktioniert wunderbar. Frostzauber aufs Rathaus. Die Bombe im Rathaus nimmt ein paar Loons raus, aber Jabba hat da noch anständig was in der Hinterhand. Der Slammer ist immer noch unterwegs, immer noch nicht geöffnet. Jetzt mit der letzten Luftabwehr dürfte es mit dem Slammer vorbei sein. Loons kommen raus, aber da ist dann schon keine Base mehr. Na, erst recht keine Death, von daher eine wunderschöne Sache, 3 Sterne, genauso wie man es möchte. Und ihr seht schon, das ist eine Riesengruppe Loons, also auch das ein richtig fetter Overkill. Na, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, abonniert, schaltet die Glocke ein. Es gibt immer mal wieder interessante Neuigkeiten von mir und so schöne Angriffe zu sehen. Und von daher, bis bald bei den Bravehearts.